Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Preview hier vom 33. Spieltag von der ersten Bundesliga. Und wir sehen hier heute vielleicht den zukünftigen Meister meiner Liga hier, 17, 18. Und zwar Borussia Dortmund gegen Mainz 05, 1. gegen 17. Und ja, die Verhältnisse sind zur wahren Tabelle ja auch ein bisschen so. Ja, und wie gesagt, heute reicht ein 1-0 den Dortmundern, damit sie hier bei mir deutsche Meister sind. Aubameyang Top 5 noch in der Torjägerliste. Wir denken uns mal Batshuayi rein, denn Aubameyang spielt ja bei Arsenal seit dem Winter. Und ja, das ist eigentlich schon mal alle Infos zu dieser Partie. Hier sehen wir schon mal die Aufstellung der Dortmunder. Bücki ist im Tor, davor Guerrero, Toprak, Sokratis und Piszczek. Im Mittelfeld Götze, Sahin und Castro. Und im Sturm Philipp, Aubameyang und Marco Reus. Die Bayern haben ja in der letzten Preview ja schon gespielt. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. War gegen Köln, in Köln. Ja, und hier sehen wir die Mainzer Aufstellung. Also Adler ist im Tor, davor Brosinski, Bungert, Bell, Balogun und Donati. Im Mittelfeld De Blasis, Lazar, Frey und Özcanali. Und im Sturm Mutu. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß hier mit diesen Highlights. Dortmund gegen Mainz. Dortmund hat angestoßen, spielt von links nach rechts in den schwarz-gelben Trikots, wie immer. Und die Mainzer in den weiß-roten. Und mal sehen, wie lange es dauert, bis die Dortmunder hier führen. Denn die sind hier natürlich ja klarer Favorit. Castro hier mit dem ersten Schüsschen. Aber jetzt sind wir 8 Minuten und Reus kommt jetzt mal. Reus, da ist Sahin, da ist Aubameyang. Aubameyang, 1-0. Das ging mal schnell, 9. Minute. Und da trifft er schon wieder. Den hat auch Volley genommen, glaube ich, ne? Sah sehr gut aus, da ist es. Ja, Adler war sogar noch dran, aber hat nicht mehr gereicht mit dem Außenriss. Ey, Alter. Der Typ, der hat es echt drauf irgendwie. Ja, und Adler ärgert sich. Wäre wichtig gewesen, hätte er noch gehabt. Dann wird es nämlich immer noch 0-0 stehen. So macht Aubameyang sein 22. Saisontor hier bei mir. Und es geht weiter. 15 Minuten, Götze, das Aubameyang, was macht er? Aubameyang, er macht das 2-0. Wow, 15. Minute, 2-0 Führung, das Spiel ist durch, würde ich sagen. Und wir sehen den nächsten deutschen Meister hier. Letzte Saison warst du auch, glaube ich, Dortmund, ne? Gegen Leverkusen. Zweiter, jetzt haben wir gesehen, dass hier Dortmund auch wieder Meister ist. Außer es passiert natürlich hier irgendwas noch. Das sehen wir spätestens nach der Nachspielzeit der zweiten Hälfte, der zweiten Halbzeit. Und ja, Aubameyang hat einen guten Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Dortmund kommt schon wieder in der 37. Minute. Boah, Sahin! Wo holt er den denn raus? Der hat ja einen guten Schuss, aber so einen, der war traumhaft. Das Tor war einfach traumhaft. Aus dem Stand schlänzt er den rein. Muss man mal sehen, Götze passt und dann komplett verdeckt und aus dem Stand schnirpselt der denn da rein. Boah, traumhaft. Das ist halt Nuri Sahin. Deswegen ist er auch immer noch so gut drauf. Zweites Saisontor erst, aber er kann es halt. Und die Mainzer kommen das erste Mal in der 42. Minute jetzt hier mit Özcanali. Ans Außennetz mal. Erste gute Aktion von den Mainzern. Und somit hier aber immer noch das 3-0. Und die Dortmunder kommen nochmal mit Götze in der 44. Minute auf Aubameyang. Macht einen Hattrick. Er macht ihn nicht. Übers Tor drüber. Aber da wäre Adler, glaube ich, auch da gewesen. Ja, so gefährlich war der gar nicht, wie er als erstes aussah. Aber
Er wollte es auf jeden Fall eigentlich einen lupenreinen Hattrick schaffen und jetzt können die Mainzer nochmal im 16er das Mutu, aber Toprak blockt den Schuss und die Nachspielzeit ist auch gleich schon vorbei. Frei nochmal. Was macht er? Auf Mutu! Der schießt vorbei! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe eigentlich mit dem 3-1 gerechnet. Dafür ist Abpfiff jetzt hier. Wow, das ist echt eine Überraschung, dass er den nicht reinbekommen hat. Aber Aubameyang hier bisher natürlich Spieler des Spiels, denn 5 Schüsse, 2 Tore und 13-0 steht es hier. Meisterschaft kann eigentlich schon langsam anfangen hier. Und die Halbzeitstatistiken sehen so aus, dass es hier eine klare und verdiente Führung für Dortmund ist. Die Mainzer haben einfach nichts hinbekommen und mal sehen, was in der zweiten Halbzeit noch abgeht. Gibt es ein Schützenfest hier vielleicht für die für die Dortmunder? Die Kölner haben letztes Spiel gespielt, aber macht ja auch nichts. So, und ja, wir werden es sehen. Dortmund haben auf jeden Fall angestoßen. Spielen jetzt von rechts nach links. Und da ist schon mal Piszczek, da ist Castro, da ist wieder Aubameyang. Was macht er? Aubameyang. Er spielt rüber auf Götze. Aber Götze kann den Ball nicht unterbringen. Vielleicht hätte Aubameyang da auch selber schießen sollen. Er hat es nicht gemacht. Und somit hier kein weiteres Tor. Wir kommen schön frei noch dazwischen. Ganz knapp. Und am Ziel vorbei. Das ist Mutu hier nicht so wirklich im Spiel drin. So, da ist Özcanali jetzt mal. 59. Minute mit Brosinski, Mutu, 1-3 aus Sicht der Mainzer nur noch. Sie können tatsächlich hier noch ein Tor schießen. Aus dem Nix macht er hier das 1-3. Und wer hat da nicht aufgepasst? Es war, ja, die Innenverteidigung hat einfach gefehlt, sagen wir es mal so. Dann wurde Bürki auch noch getunnelt. Okay, aus dieser Entfernung, ja, kannst du es eigentlich auch nicht mehr verhindern. Und somit hier, ja, das 20. Saisontor für Mutu. Nicht so wirklich realistisch, aber gut. De Plazes geht runter. Jairo kommt dafür bei Mainz in der 69. Minute. Und Dortmund wird auch nochmal wechseln. Weigel für Götze. Es wird nochmal ein bisschen defensiver bei Dortmund, die wollen hier den Sieg holen und die Meisterschaft. Jaromolenko kommt für Castro noch in die Partie. Jetzt wird es wieder offensiver. Okay, 75. Minute. Jetzt, die Dortmunder wissen gerade nicht, was sie wollen, glaube ich. Und sie kommen aber wieder mit Jaromolenko. Oh, super. Pass auf, Aubameyang, er macht's. 85. Minute, 4-1, Hattrick. Aber was war denn das für ein Versuch hier, den Adler zu verarschen. Das war ja richtig witzig. Mit der Hacke versucht er, den vorbeizulegen. Hier können wir es noch sehen. Da kommt es nochmal. Aber Adler packt schnell sein linkes Bein aus und kann somit hier das Traumtor von Aubameyang verhindern. Aber wäre richtig schön gewesen, das zu sehen. Kam leider nicht so weit. Trotzdem macht er es hier im Nachschuss. Und somit hier das 24. Saisontor. Spiel schon lange durch. Es gibt nochmal einen Wechsel. Kotro kommt für Mutu in die Partie. Ein positionsgetreuer Wechsel. Und bei Dortmund, wie es aussieht, gibt es auch nochmal einer, denn da steht noch einer. Und zwar Marc Bartra für Rafael Guerrero in die Partie. Der letzte Wechsel. Und was passiert jetzt hier noch in den letzten Minuten? Wir sind in der Nachspielzeit. Wir sind schon über die Nachspielzeit. Da kommt nochmal Sahin an die Latte. Dann kommt Jaromolenko, aber er kann den Ball nicht gewinnen. Und somit ist die Partie zu Ende. Wir sehen einen neuen Meister der Saison 2017-2018 hier bei mir. Es ist Borussia Dortmund, die Männer in Schwarz-Gelb. Aubameyang natürlich nochmal Spieler des Spiels mit 9 Schüssen, 3 Tore. Aber das ist Nebensache. Wir haben einen Meister, ein Spieltag vor Schluss, 33. Spieltag. Und die feiern jetzt hier natürlich, was Sache ist, kein Halten mehr. Sie sind ja auch zu Hause, haben sie schön die Meisterschaft klar gemacht. Nächste Woche gibt es dann die Feierlichkeiten und Mainz war heute kein Gegner für sie, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das sind die Statistiken der 90 Minuten nochmal. Klares, dominantes Spiel der Dortmunder, regulärer Sieg,
Und somit gucken wir uns noch die Tabelle an. Und da sehen wir einen 4-Punkte-Vorsprung, beziehungsweise Rückstand der Bayern auf Dortmund. Und somit hier klare Sache. Auf der anderen Seite, Mainz ist abgestiegen. Das steht jetzt auch fest. Denn es sind 5 Punkte Unterschied zum Relegationsplatz. Ja, und somit haben wir hier schon mal klare Fakten geschaffen in diesem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Ach, mein Tipp hier noch. Wie geht's in echt aus? Ich sag mal, in echt gibt's ein 3-1. Ist nicht so hoch wie jetzt hier. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Video uns wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.